Schönen guten Abend. Ich werde heute ein Blitzlicht, würde ich sagen, einen kurzen Abriss über die ausschließlich humanitäre Situation in und um Syrien darstellen. Wie Sie wissen, befinden wir uns jetzt, die ersten 5 Jahre des Syrien-Konfliktes sind vorbei. Das lässt sich in Zahlen wie folgt darstellen. Also wir haben mindestens 250.000 Tote zu beklagen in Syrien. Das ist eine sehr konservative Schätzung, würde ich sagen. Letzte Berichte, die waren vor 2, 3 Wochen in den Medien, sprechen von weit mehr als 400.000 Toten. Wir haben also über 1 Million verwundete Personen in Syrien und wir haben mittlerweile die 4,5 Millionen bei den Flüchtlingen, also die das Land selbst verlassen haben, überschritten. Also wir stehen zurzeit ca. bei 4,7 Millionen laut UNHCR-Schätzungen, die das Land aktiv verlassen haben. Ich werde Ihnen jetzt noch ein paar Zahlen an den Kopf werfen. Danach vielleicht ganz kurz auf die Herausforderungen eingehen, vor denen wir und auch die anderen humanitären Helfer vor Ort stehen und in der Region stehen. Und zuletzt Ihnen noch einen kleinen Ausblick geben, wie wir so das Jahr 2016 einschätzen, was da so auf uns zukommt. Und vielleicht zum Schluss noch 1, 2 zentrale Punkte wiederholen und darlegen. Nicht nur die Lage in Syrien ist sehr schwierig, was die Zahlen ja durchaus belegen, sondern, und wir haben es heute teilweise auch schon gehört, auch im Irak, im Jemen, Libyen und auch in der Türkei sind also letztes Jahr massive Kampfhandlungen aufgetreten, Konflikte entstanden, neu aufgeflammt. Und all das, also Syrien an sich selbst, aber auch die umgebenden Länder bis hin zum Jemen, sind natürlich Auslöser für Flüchtlingsbewegungen. Grundsätzlich, und das wissen Sie alle, will ein Flüchtling oder eine Flüchtlingsfamilie, die will ja im Land bleiben. Ja? Das heißt, wenn es mal wo in der Stadt A, wenn dort Kampfhandlungen stattfinden, dann gehe ich in die Stadt B oder ins Dorf C. Ich will einfach in der Nähe bleiben, um möglichst rasch wieder an meinen ursprünglichen Ort, in mein Haus, in meine Gemeinschaft, zu meinen Freunden zurückzukehren. Das ist bei uns bei jedem Hochwasser genau das Gleiche. Ja? Also wenn das Hochwasser das Haus wegreißt, baue ich es wieder auf, aber ich bleibe in meiner Gemeinde wahrscheinlich. Wenn das nicht mehr funktioniert, also wenn ich in meinem Land nicht bleiben kann und wir nennen das Binnenflüchtlinge, intern vertriebene Personen, das ist durchaus der größte Anteil, auch in Syrien. Wenn das nicht mehr funktioniert, also wenn ich aufgrund von Verfolgung mein Land verlassen muss oder weil es die humanitäre Situation nicht mehr zulässt, dann bewege ich mich als nächstes ins Nachbarland weiter oder in die Nachbarregion weiter. Das wäre jetzt im Fall von Syrien, wären das hauptsächlich die Türkei, also die mittlerweile da weit mehr als 2,5 Millionen Flüchtlinge beherbergt. Das wäre der kleine Libanon, der weit über 1 Million syrische Flüchtlinge, offiziell registrierte Flüchtlinge beherbergt. Inoffiziell sind das wesentlich mehr. Das heißt, es ist jeder dritte bis vierte Einwohner sozusagen im Libanon ist mittlerweile ein syrischer Flüchtling, weil es in Syrien eben nicht mehr funktioniert. Und Jordanien genauso, also in Jordanien sind es auch über 600.000 Flüchtlinge, die mittlerweile aus Syrien sich dort befinden. Ein Teil ist auch im Irak, obwohl es dort ja auch Flüchtlingsbewegungen gibt. Ganz kurz nochmal auf den Jemen zu sprechen, weil wir den heute schon ganz kurz andiskutiert haben. Dort ist tatsächlich die abstruse Situation entstanden, dass die Leute nirgendswohin flüchten können und nach Somalia flüchten. Ja? Also das muss man sich mal vorstellen, nach Somalia zu flüchten. Ja? Die Flüchtlingszahlen an sich selbst, ich habe es schon ganz kurz erwähnt, wir haben also in etwa 6,5 Millionen intern Vertriebene, also Binnenflüchtlinge in Syrien selbst. Das sind Menschen, die einfach ihr Dorf oder ihre Stadt, ihr Haus verlassen mussten. Eine enorme Anzahl. Wir haben 4,7 Millionen Menschen, die das Land verlassen mussten. Und wir haben um die 4,5 Millionen Menschen, die wir nennen das in schwer zugänglichen Gebieten untergekommen sind in Syrien. Das heißt, das sind Gebiete, die wir mit humanitärer Hilfe nur sehr schwer erreichen können. Also von diesen 6,5 Millionen Binnenflüchtlingen leben ca. 4,5 Millionen in schwer zugänglichen Gebieten. Das ist deswegen interessant, weil von diesen 4,5 Millionen
In diesen 4,5 Millionen gibt es nochmal 500.000, die also quasi in belagerten Städten oder Regionen untergekommen sind, wo also die humanitäre Hilfe de facto gar keinen Zugang hat. Also die sind ohne jegliche Versorgung. Dieses Instrument, natürlich klar gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßend, wird von allen Konfliktparteien praktiziert. Warum ist die Situation oder warum sieht man in Syrien die Situation, diese schwierige Situation ganz besonders gut? Wir haben es in Syrien wie in vielen Konflikten schon in der Vergangenheit, aber so richtig erst in den letzten 10 bis 15 Jahren mit sogenannten asymmetrischen Konflikten zu tun. Das heißt, wir haben nicht mehr eine Partei A und eine Partei B, also einen Staat A und B, die ihren Disput gegeneinander austragen, sondern wir haben viel, viel mehr Interessen, die hier vertreten werden von vielen, vielen Parteien. Das heißt, es ist bei Weitem kein lokaler oder nationaler Konflikt mehr, sondern es gibt regionale Akteure und es gibt mittlerweile globale, also internationale Akteure, die in diesen Konflikt mit eingegriffen haben. Und das macht diesen Konflikt so komplex, weil man natürlich hier, und darauf komme ich gleich zu sprechen, dadurch ganz schwer Zugang zu diesen bedürftigen und notleidenden Menschen hat, weil man nicht nur mit ein oder zwei Parteien verhandeln muss, sondern mit ganz vielen Ansprechpartnern. Und das ist auch schon der zweite große Punkt meines kurzen Blitzlichtes, meiner 10 Minuten, und zwar das sogenannte Zugangsproblem. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, vor der wir stehen, die Rotkreuz-Rot-Halbmond-Bewegung, aber auch andere Akteure wie die UN. Man muss auch dazu sagen, dass in Syrien also wirklich fast flächendeckend Zugang zu allen Menschen in Not hat eigentlich nur der syrisch-arabisch-rote Halbmond. Es gibt natürlich ganz viele andere Akteure, die lokal und auch regional unterstützen. Flächendeckend versucht das der syrisch-arabische rote Halbmond, einer unserer Partner. Um Zugang zu so einer belagerten Stadt oder schwer zugänglichen Region zu erlangen, Sie haben es vielleicht vor einigen Wochen in den Medien auch gehört, da war Madaya ganz, ganz groß in den Medien und auch Kefa und Fuhr. Das benötigt also wirklich wochenlange, und das ist eine Untertreibung, das benötigt eine monatelange Vorbereitung und Verhandlungsführung mit verschiedensten Konfliktparteien. Also da verhandle ich eben nicht mit ein, zwei oder drei Konfliktparteien, sondern da verhandle ich mit 5, 10, 15, 20 Konfliktparteien mit verschiedensten Straßensperren, Kommandanten und mittlerweile eben auch regionalen Interessensträgern. Und von all jenen und von all diesen brauche ich ein grünes Licht, ein Go-Ahead und muss die überzeugen, dass wir gute Arbeit machen, damit wir Zugang zur notleidenden Bevölkerung erhalten. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie kann man diese Menschen alle überzeugen? Warum lassen uns die Hilfe zustellen und andere Akteure vielleicht weniger oder vielleicht nicht? Und da möchte ich Sie ganz kurz auf die Grundsätze einfach der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung verweisen, vor allem auf die zwei sehr zentralen, die Unabhängigkeit und die Neutralität. Und das ist auch der Grund, warum Sie von mir heute nur Wortspenden zur humanitären Lage und zu operativen Aktionen hören werden und ich ganz sicher nicht auf die politische Ebene aufs Parkett mich begeben werde, weil das in Syrien genauso funktioniert. Also ich verhandle dort mit verschiedensten Partnern und Konfliktparteien und muss die überzeugen, muss viel, viel Vertrauen aufbauen, sehr lange mit ihnen diskutieren und Vertrauen aufbauen und muss sie überzeugen, dass die Hilfe, die wir der Bevölkerung in ihrem Gebiet zukommen lassen, für sie das Beste ist. Und das funktioniert eben wirklich nur, indem man unabhängig und neutral ist und sich auch so verhält. Okay. Das heißt, was heißt das jetzt auf den Punkt gebracht? Das heißt auf den Punkt gebracht, dass ich alle Menschen in Not unterstütze, und zwar unabhängig von Rasse, Religion oder politischer Ausrichtung. Nur diese Punkte beachtend ermöglicht es der Rotkreuz-Rot-Halbmond-Bewegung hier aktiv zu sein und fast flächendeckend im ganzen Land die notleidende Bevölkerung zu unterstützen.
Für 2016, ganz kurz noch zwei Zahlen. Ich passe schon auf, dass die Köpfe nicht zu rauchen beginnen, ich bin gleich fertig. Die Rot-Kreuz-Rot-Halb-Bewegung hat also ein Budget für 2016 von 500 Millionen Euro zur Verfügung, plus minus. Damit sollte 20 bis 30 Millionen Menschen, also in Syrien und Umgebung, also Nahen Osten, damit sollten diese Menschen unterstützt werden in den verschiedensten Bereichen. Sie kennen das alle, also mit Nahrungsmitteln, mit Wasser, mit Hygieneartikeln, mit diversen Hilfsgütern, mit psychosozialer Unterstützung, mit sicheren Räumen für Kinder, also Spielplätze, Schulen, wo sie ihren Tag verbringen können. Wiederaufbau von Wassersystemen in zerstörten Städten, die ja in ganz Syrien systematisch zerstört wurden. Nicht nur Wasserwerke, sondern auch Gesundheitseinrichtungen, was auch ein klarer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht natürlich darstellt. All das versuchen wir also hier am Laufen zu halten und wieder aufzubauen, was nicht leicht ist. Vor allem jetzt, wenn ich zum vorletzten Punkt im Ausblick fürs Jahr 2016 komme, der nämlich nicht so rosig ausschaut. Sie wissen, politische Verhandlungen sind am Laufen, wir lesen es jeden Tag in den Medien. Diese Verhandlungen sind zurzeit noch nicht von einem Durchbruch gekrönt. Ich glaube auch, das wird noch ein bisschen dauern. Das heißt, die politische Lösung, die so dringend notwendig ist, die zieht sich dahin. Eine nicht politische Lösung heißt natürlich ein massives humanitäres Leid. Ja. Je weniger politische Lösungskompetenz ich hier habe oder politische Lösungen ich hier einbringe, desto mehr verstärkt sich die humanitäre Krise. Die verstärkten Kampfhandlungen, die wir auch alle kennen, vor allem im Norden durch neue internationale Akteure, die hier auftreten und direkt in den Konflikt eingreifen, in den letzten Tagen, Sie kennen es von Aleppo und Umgebung, führen natürlich zu weiteren massiven oder können zu weiteren massiven Flüchtlingsbewegungen führen. Wir haben es erst heute wieder in den Medien gelesen, und zwar die Gesundheitseinrichtungen, die sind natürlich ein ganz zentraler Punkt für die lokale Bevölkerung, die werden teilweise systematisch zerstört, und wenn es keine Gesundheitseinrichtungen mehr gibt, dann überlege ich mir natürlich, ob ich die Region und das Land verlasse und mich dorthin begebe, wo meine Familie und für mich entsprechend gesorgt werden kann. Und heute wurde erst in der Region in Idlib, um Idlib herum wurde ein Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen erneut zerstört. Und damit wurden also per Fingerschnipp 40.000 Menschen, die dort leben, von der medizinischen Versorgung getrennt quasi. Also es gibt jetzt dort für 40.000 Menschen keine Möglichkeit mehr auf medizinische Versorgung. Das erzeugt einen massiven Druck und wird vielleicht weitere Flüchtlingsbewegungen auslösen können. Ein letzter Punkt hier zum Ausblick 2016 ist vielleicht auch ganz interessant. In Syrien selbst, Sie wissen, es sind ca. 6-7 Millionen Binnenflüchtlinge im Land, ist die prekäre Situation der Unterbringung der Flüchtlinge. Das heißt, die wohnen halt jetzt in Garagen, in Zeltstätten, in informellen, und die Anzahl der Unterkünfte auch durch die Zerstörungen ist einfach nicht mehr gegeben, um weitere Flüchtlinge im Land hier aufzunehmen. Und dieses Erreichen einer politischen Lösung, die verstärkten Kampfhandlungen, die wir jetzt erleben, die Zerstörung der Gesundheitsinfrastruktur und die prekäre Unterkunftssituation lassen also für das Jahr 2016 eine, um es positiv zu formulieren, keine Verbesserung erahnen. Ja? Also der Ausblick ist nicht sehr gut. Was können wir dagegen tun? Was sind die zentralen Punkte auf der humanitären Seite, von unserer Seite, von der Rot-Kreuz-Rot-Halbmond-Bewegung und der humanitären Gemeinschaft hier fordernd? Wir fordern natürlich einen ungehinderten Zugang zu allen notleidenden Menschen in der Region, sei es Syrien, der Jemen oder andere Länder in der näheren Umgebung, weltweit ungehinderter Zugang zu notleidenden Menschen, was nicht möglich ist, wie wir wissen, oder uns oft nicht gewährt wird oder sehr lange dauert, bis es uns gewährt wird. Und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts, ganz klar, Angriffe auf Zivilisten, zivile Einrichtungen ist ein absolutes No-Go. Und last but not least, das zweite sehr zentrale Anliegen ist natürlich eine massive Aufstockung der Unterstützung in der Region, und ich spreche da jetzt von finanziellen Mitteln.
In Österreich zum Beispiel haben wir das voriges Jahr noch 5 Millionen im sogenannten Auslandskatastrophenfonds zur Verfügung gehabt. Das sind Mittel, die für die Katastrophenhilfe zur Verfügung stehen. Das wurde jetzt auf 20 Millionen aufgestockt. Dieses Jahr ist natürlich nur ein ganz ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man bedenkt, wie sehr die Hilfe letztes Jahr, wie sehr die UN ihre Hilfe in Syrien, im Libanon und Jordanien zurückfahren musste. Und das sicherlich auch ein Grund war, der diese Fluchtbewegung angestoßen hat, sicher nicht der einzige, aber es war sicherlich eine Zutat davon. Also eine massive Aufstockung der Hilfsmittel für kurzfristige Katastrophenhilfe und langfristige Zusammenarbeit in diesen Bereichen. Warum? Damit wir erstens das Überleben der Menschen dort sichern und gewährleisten können, wenn es die staatlichen Strukturen nicht mehr zusammenbringen. Und der zweite Punkt ist, ein bisschen ins Mittelfristige gehend, wir müssen, und das habe ich heute auch schon ein, zwei Mal gehört, das ist eigentlich der zentrale Punkt, wir müssen den Menschen, egal ob sie jetzt in Syrien einen Unterschlupf gefunden haben oder in den Nachbarländern, in Libanon, Jordanien oder der Türkei, wir müssen diesen Menschen eine Perspektive und damit eine Zukunft geben, weil es will grundsätzlich keiner sein Land und seine Heimat, sein Dorf, seine Region, seine Gemeinde verlassen. Das ist eine Tatsache und dazu können wir etwas beitragen und dazu bedarf es natürlich finanzieller Mittel. Dankeschön. Applaus